Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, bei Let's Play History. Ich bin euer Jan und wir spielen Total War Saga Thrones of Britannia mit Northumbria. Und wir haben endlich Frieden geschlossen in der letzten Folge. Wir waren ja hier mit North Leoda im Krieg und haben König Egbert bezwungen, gemeinsam mit Strad Clud. Ich hätte gerne eigentlich noch diese Provinz hier oder die Nebensiedlung gehabt. Hat leider nicht geklappt, wichtig gewesen wegen des Bauernhofs. Und hier drüben haben wir, wie gesagt, drei Provinzen verloren über die Zeit an Jurbi. Die sind mit uns verbündet, sind auch Teil der großen Wikingerarmee gewesen. Wir haben mit ihnen ein defensives Bündnis. Und ja, hier hätte es halt Fische und einen Bauernhof gegeben. Das wäre halt super wichtig gewesen, die Siedlung zu behalten. Das ist uns jetzt leider nicht gelungen. Nun ist die Frage, wie wir weiter vorgehen. Strad Clud mag uns ganz gerne. Die würde ich vielleicht eher ungern angreifen wollen. Oh, ich sehe gerade, Churbi hat sogar hier oben. Seht ihr das? Witten Ernie eingenommen. Das ist ja auch mal interessant. Und dann ist das nächste Problem. Hier unten gibt es ja auch noch ein paar kleinere Fraktionen. Also Hylborg ist ja immer noch unser Vasall. Und dann gibt es hier noch Ledeborg, die auch Teil der Wikingerarmee sind. Die sind aber im Krieg mit Wessex und all ihren Verbündeten. Und auch Mercia ist hier zwar schon grün, also die haben sehr gute Beziehungen zu Wessex, sind aber noch keine Verbündeten. Die sind momentan nur im Krieg mit Gwynedd. Und ja, alle anderen. Ihr kennt Sithax, Defenna, Glewisig, Gwent. Die sind alle Vasallen von Wessex. Und gerade im Krieg mit Ledeborg. Und da, wenn sieht so aus, als würde Wessex dann uns ein bisschen sehr nah auf die Pelle rücken. Vor allem, weil sie dann ja auch nicht, oder eher unwahrscheinlich gegen Mercia Krieg führen werden, sondern sich erstmal weiter gen Norden wenden, müssen wir mal schauen, wie wir damit jetzt umgehen. Ob wir hier jetzt mal ihr werdet gerecht angehört mit Ledeborg eine Freundschaftserklärung zumindest schon mal machen. Schütteln wir unsere. Und wir könnten defensiver Pakt würde sie beleidigen. Bündnis würde sie auch beleidigen. Wir könnten kann nur durch den Meister dieser Fraktion angefordert werden. Ach so, ja, ich hab, dachte gerade schon, wir könnten den einzelnen Vasallen von Wessex hier irgendwie jetzt den Krieg erklären, aber wir müssten schon allen den Krieg erklären. Das will ich ehrlich gesagt momentan noch nicht, weil ich gerne erstmal die Position des Königs bei den Engländern sich auffrischen lassen möchte. Die haben immer noch Verschleiß. Warum? Weil sie keine Versorgung haben, aber sie müssten in der nächsten Runde welche haben. Wir gehen mal eine Runde weiter und schauen uns das mal in Ruhe an. Wir könnten eventuell noch nach Dublin, also nach Irland rüber schippern, aber das ist natürlich auch ein Problem, dass wir dann keine Truppen bei uns haben. Überschwemmung haben wir auch noch. Und immer noch Verschleiß. Das ver oh. Die Reparatur der Felder können wir uns nicht leisten. Und jetzt haben wir zu wenig Nahrung und deswegen auch wieder keinen Nachschub. Wir haben jetzt die ausgebildeten Kämpfer. Huskarls des Jarls ersetzen die Huskarle. Und die Danelag-Axtkämpfer ersetzen die Keol-Axtkämpfer. Viehherde haben wir gebaut, sehr schön. Das heißt, wir können jetzt hier mal eine neue Technologie auswählen. Können wir beim Zivilen mittlerweile was weitermachen? Markt bringt mehr Einkommen. Ich würde ja gerne hier Bewässerung oder hier unten die Gemeinschaftsdinger machen. Was brauchen wir dafür? Innerhalb der Klosterkette.
Wo haben wir denn Klostergebäude? Hier. Aber Abtei ist ja eine... Kein... Ja, doch, vielleicht könnte... Kloster sein, ne? Das hier ist auf jeden Fall eine Kirche. Unsere Feinde sollen untergehen. Tja, ich werde die jetzt mal auflösen hier. Und unseren Sohn weiß ich auch nicht. Ich denke mal auch. Den brauchen wir jetzt gerade nicht. Dann sparen wir ein bisschen Nahrung. In 3 Runden wird da der nächste Hof gebaut. In Doncaster hatten wir jetzt die Überschwemmung. Ne? Dafür reichte das Geld aber nicht. 2500, das können wir nächste Runde also machen. Aber was wollen wir weiter erforschen? Geschosseinheiten vielleicht? Oder die Speerkämpfer verbessern? Ich würde mal sagen, wir gehen auf die Speerkämpfer. Gehen die nächste Runde und dann schauen wir gleich mal, was da unten eigentlich bei dem Krieg der Westsachsen so passiert. Ob die Wikinger standhalten, aber... Alle Wahrscheinlichkeit spricht dagegen. Die angelandeten Wikinger wurden vernichtet. Unser Kriegseifer steigt wieder. Connacht hat Ergiella den Krieg erklärt und Sifredos ist wieder verfügbar. Ja, wir werden jetzt hier die Felder reparieren. Woher kommt die Ordnung? Durch die Fraktion... Und zu wenig Nahrung. Ja, das sollten wir aber bald erledigt haben. Hier ist auch das Feld nächste Runde fertig. Wie wäre das mit den Schafen? Die bringen nur Einkommen. Könnten den Schmied auch nochmal hochbringen. Deutlich bessere Rüstung. Das machen wir mal. Da ist das Getreidesilo bald fertig. Was würde denn hier das kosten? Ja, das reduziert auch die öffentliche Ordnung. Das ist immer ein bisschen problematisch, weil wir hier gerade noch minus 9 haben. Ja. Dienen bis zum Ende. Kommt, wir lösen die Truppe hier unten auch mal auf. Wir haben dann hier noch die Armee des Königs, da können wir noch die Truppen verbessern. Zum Danelag, Axtkämpfer und zu den Huskarlen des Jarls. Und die kriegen langsam auch wieder Versorgung. Und werden dann wieder aufgefrischt. Das ist doch schon mal ganz gut. So, jetzt wollte ich mal schauen, was hier unten los ist. Ledeborg. Wie stellen die sich an? Haben die jetzt hier schon was verloren? Ich weiß es nicht. Unser Statthalter Edwin kann verbessert werden. Tja, er ist eigentlich eher ein General als ein Statthalter, muss man mal sagen, ne? Bevor wir den verbessern, würde ich gerne mal schauen, ob wir ihn vielleicht austauschen können. Edwin, der ist es. Statthalter. Wo ist der denn, Statthalter? In Cumberland. Ich würde sagen, es wäre besser, Toret da einzusetzen. Also Edwin entlassen wir mal. Dadurch hat er seine ganze... Achso, der, genau. Der hatte Kommandowert, aber keine Hingabe. Das ist das Problem. So. Jetzt werden wir Toret rausschmeißen und den werden wir in Cumberland zum Statthalter machen und dann brauchen wir 9 für Nordfrüding. Und unser Sohn, der ist auch eher ein Generaltyp, deswegen
Haben wir vielleicht einen neuen? Wir haben nicht genug Geld, um einen neuen zu berufen. Ja, dann soll unser Sohn das erstmal machen. Das ist okay. Wie sieht es denn mit dem Grundbesitz eigentlich aus? Wir halten Doncaster und Pocklinton. Das scheint aber soweit okay zu sein. Chichibi hat Bart. Ja. Wie sieht es denn jetzt hier oben eigentlich aus? Der bringt 3 dazu. Dann ist es schon mal auf 8 runter. Rebellion, Rebellion. Öffentliche Ordnung ist gering. Ja, das wissen wir. Da müssen wir dann gegebenenfalls mit unserer Armee Die Krieger sind bereit. vielleicht schon mal Los, ein bisschen beeilen. nach Norden gehen. Minus 1, minus 8. Dann sind wir da nämlich näher Verlasst euch dran, auf uns. falls es wirklich zu einer Rebellion kommt. Die Armee bringt ja nichts mehr beim Unterdrücken sozusagen bei Thrones of Britannia, aber wie gesagt, da die Rebellen auch sehr schnell Esflocha wurde vernichtet, sehr schnell Leute rekrutieren. Sollte man da eine Armee in der Nähe haben, um die direkt dann zu vernichten, bevor sie sich verstärken können. So, Bart ist jetzt wieder verfügbar. Und nun, was tun wir nun? Da reicht das Geld immer noch nicht für den Hof. 3000, das könnten wir nächste Runde machen. Ja, und Ledebock verliert jetzt hier Siedlungen an Northumbria. Und wie es aussieht, haben sie auch keine Armee mehr. Oh. Das realisieren wir. Das heißt, eigentlich müssten wir uns auch mal darum kümmern, jetzt hier eine größere Armee aufzustellen. Holen wir uns nochmal Hirtenmänner. Und da eine Lack-Axt-Kämpfer, würde ich sagen. Und Tarn auch. Ach komm, wir gönnen uns jetzt mal. Jetzt, wo wir die Nahrung haben, können wir aus den Vollen schöpfen. Da oben sind irgendwelche Rebellen unterwegs, ne? Muss mir das mal gleich angucken. So, Gyva soll Oswald heiraten. Und was ist mit ihr? Sie ist eine natürliche Schönheit. Einfluss und Hingabe für den Ehemann und 20% Chance, Kinder zu bekommen. Er hat 4-4. Ja, warum nicht? Klar. Bitteschön. So, Getreidesilo wurde gebaut. Hier oben. In Carlisle. Schaut mal, die öffentliche Ordnung ist da schon fast wieder gut. Jetzt bauen wir als nächstes hier die Viehställe. 8 Runden dauert das aber. Und Karl, unser Statthalter. Kann Gefolge bekommen. Ein Schreiber vielleicht. Um ihn noch besser zu machen. Ja. Hier auch nur noch minus 1 öffentliche Ordnung. Hervorragend. Da wird immer noch an der Kirche gebaut. Da wird die Schmiede ausgebaut. So, und da sehen wir die Armee von Wessex.
Oder eine der Armeen vermutlich, unter Leofstan. Full Stack 20er Armee und ja. Ledeborg hat hier nun General und sonst nichts. Zum Glück hat unser Vasall hier Unmöglich. Das unter den 18 Umständen. und nochmal 10. Das ist ja schon mal immerhin was. Check nochmal kurz die öffentliche Ordnung ab. Minus 1, minus 1, minus 5 hier, aber Herrscht ich. über unsere Ja, das Feinde. ist doch okay, das geht. Wir bewegen uns dann schon mal präventiv gen Süden. Feindliches Blut wird fließen. Und verstärken uns unterwegs noch. Ja, für Truppen haben wir jetzt kein Geld. Wir könnten nochmal einmal kurz in die Diplo reinschauen. Tatsächlich, hier oben sind walisische Rebellen. Die wollte ich mir doch nochmal angucken. Ein Trupp von 4 haben sie momentan. Oh, schaut mal, das würde sogar zu Carloyle gehören. Was gibt's denn da? Handelskai, der bringt Nahrung und Holzproduktion. Ja, dann wäre es vielleicht wichtig, in der nächsten Runde mal eine kleine Armee zusammenzustellen und den Prüs einzunehmen. Falls unsere Verbündeten da das nicht schon vorher tun. Freundschaft könnte uns beiden nutzen. Geldbeutel möchte ein Freundschaftsabkommen. Sie haben nix. Oder was? Doch drei, also die Hauptsiedlung und drei Nebensiedlungen haben sie ja. Ja, das und Lass uns Freunde sein. So, Ledeburg und Quinnet wurden vernichtet. Jetzt bin ich sehr gespannt. Orkneyja hat zu Kennen den Krieg erklärt. Okay. Aber was jetzt das Spannende ist, also Gwynedd wurde vernichtet. Wir sehen hier zwei Full-Stack-Armeen von Mercia und Ledeborg wurde vernichtet durch Wessex, die hier auch beinahe zwei Full-Stack-Armeen Unter haben. keinen Umständen unmöglich. Wiglaf und Leofstan. Ja, was werden sie jetzt tun, ne? Das ist die Frage. Sie könnten Joby angreifen als nächstes. Sie könnten unseren Vasallen angreifen. Sie könnten uns angreifen. Und was ich aber für die unwahrscheinlichste Alternative halte, sie könnten jetzt sich gegen Mercia wenden. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. So, die Rebellen rekrutieren schon wieder nach da oben. Dann holen wir uns jetzt Edwin an den Start, den wir extra von seinem Statthalterposten befreit hatten und wir geben ihm, also Kommando hat er ja hervorragend. Wir geben ihm die Bewegungsreichweite, würde ich sagen. Bitte rein in die Stadt, dann kriegst du auch ein paar Truppen von mir. Bogenschützen. Ah, 30 haben wir nur, ne? Und vielleicht noch ein Speerträger. In der Hoffnung, dass hier bald irgendwo noch Nahrung ausgebaut wird. Was haben wir jetzt hier? Die Fürth-Speerkämpfer sind jetzt freigeschaltet. Rekrutierungskosten senken und dafür Unterhalt erhöhen. Nö, wir gehen mal auf Defensivtaktiken. Erhöht den Panzerungswert. Können wir in unserer Liste sehen, was wo gebaut wird? Andere Provinzen, Einkommen. Nee, sieht nicht so aus, ne?
Geht nicht. Feindliches Blut wird fließen. Wenn ich dazu blöd fühle, gibt's. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Gibt's eine Übersicht der Provinzen, wo man sehen kann, was da gebaut wird gerade? Ich meine, kann ja so hin und her springen hier, ne? Da wird immer noch die Kirche gebaut, da wird der Schmied gebaut. Das dauert noch 7 Runden, bis da die Weiden gebaut sind. Hier wird gar nichts gebaut. Okay, also 7 Runden, dann gibt es erst mehr Nahrung. Können wir, by the way, hier noch was verbessern? Ja, die können neu ausgebildet werden zu Fürth-Speerkämpfern. Und wir nehmen unsere Armee. Gehen weiter nach Leudis. Weiter Richtung Süden. Und hier können wir die Panzerung noch verbessern. Da haben wir nämlich den Schmied. Und der wird in der nächsten Stufe wann fertig sein? In 5 Runden. Ne, darauf können wir vermutlich nicht warten. Ich will nochmal in die Diplo gucken. Wie verhalten sich jetzt Mercia und Wessex zueinander? Immer noch freundschaftlich, aber kein Bündnis. Was ist mit denen hier eigentlich? Das sind Waliser und die sind keine Vasallen. Und hier gibt es nochmal Waliser und die sind auch keine Vasallen. Wir sollten mal... Sie wollen kein Freund mit uns werden, warum nicht? Sie verlangen wohl Geld, vermute ich. So, Gwent ist Vasall, aber... Also es wäre halt schön, wenn man diese kleinen Fraktionen irgendwie unter einen Hut bringen könnte. Und dann gemeinsam... kämpfen könnte. Faszinierend, ja. Was ist denn mit euch eigentlich? Kann man mit euch... So, ne? Ein defensives Bündnis schließen. Beleidigt sind sie dadurch. Dieses Treffen kann uns beiden nutzen. So sieht's aus, wenn wir ein militärisches Bündnis schließen würden. Verstehe nicht. Warum sind sie beleidigt? Ein solches Angebot würden sie niemals annehmen. Verachtet die Engländer rund ums Gold. Also, das sind doch Dinge, die sie eigentlich zu unseren natürlichen Freunden und Verbündeten machen müssten. Aber scheinbar nicht. Ha! Ruf zu den Waffen. Ja, ich habe es nicht gesagt. Jurby wird jetzt angegriffen von Mercia. Mercia hat zum Glück keine Verbündeten. Und wir müssen jetzt einfach hoffen, dass Wessex so lange die Füße stillhält, woran ich nicht glaube, aber wir werden natürlich den Verbündeten beistehen. Schön wäre es gewesen, wenn wir noch Strathclyde jetzt vom Norden mit nach Süden hätten bringen können. Neues Ziel. Die Länder Mercians sind reich und fruchtbar. Unser Königreich würde dadurch gestärkt werden, wenn wir ihr Territorium unter unsere Kontrolle brächten. Dringt nach Süden vor und besiegt Mercia. Vernichtet Mercia oder macht es zu eurem Vasallen. Das würde den Ruf bei der Armee um 10 erhöhen, aber minus 5 bei den Engländern bringen. Ja. Ich weiß nicht, ob denen klar ist, was hier passiert. So, der Oswald kriegt mal noch einen Schreiber. Hier haben wir noch ein bisschen schlechte öffentliche Ordnung. Hier haben wir immer noch ein bisschen mehr.
Wir könnten, denke ich, hier mal die Halle in Auftrag geben. Das würde ja plus 3 bringen, weil doch in absehbarer Zeit die auch 6 Runden, genau, der Hof fertig wird. So, wie sieht es jetzt hier oben aus? Die haben einen 16er Stack. Im Ernst? Naja, ich lasse meine kleine Armee da oben mal stehen und werde jetzt. Wohin marschieren? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht hier Richtung Memcaster. Oder wir gehen noch mal so 50%. Die Krieger sind bereit. Und stellen uns noch mal in die befestigte Stellung, um weiter die Truppen auffrischen zu können. Jetzt würde ich gerne mal sehen. Mercia, Jobi und unser Vasall Rühlborg. Und das ist ihre Hauptstadt hier. Dann würde ich doch mal sagen. Nein. Kann man das nicht? Ich will die Hauptstadt hier auswählen. Warum geht das nicht? Jetzt. Ja, da ist das Overlay auf der Diplomatiekarte im Weg. Aber damit kann man leben, wenn es jetzt geht. Jetzt ist die Frage, hat Joby irgendwo Truppen? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Die hier haben ja, aber das dauert auch, bis die rüberkommen. Aber Churubi wurde doch jetzt hoffentlich nicht irgendwo hier im Nirvana vernichtet. Das wäre ein bisschen tragisch. Nun gut. Gehen wir noch eine Runde weiter und dann. Mercia kommt mit einer Flotte nach Norden gefahren. Abteikirche wurde ein Bioforlik fertiggestellt. Die bringt hier öffentliche Ordnung. Sind wir jetzt bei 4? Können wir fast überlegen, das gleich wieder zu neutralisieren? Nein, ich möchte das Geld jetzt sparen hier. Tamworthage. Ist das jetzt das Richtige? Ja. Ist es. So. Wo sind die jetzt? Hier mit ihrer Flotte? Irgendwo hier drüben, ne? Hier, so waren sie, glaube ich. Das wiederum bedeutet, dass unsere Armee vielleicht erstmal gen Westen ziehen müsste. Dann könnten wir ja hier an der Küste runtergehen. Xester. Oder Kester, besser gesagt, erobern und uns dann hier um die walisischen Dinger kümmern, die vielleicht befreien. Allerdings haben wir auch Winter gerade, das heißt, ich gehe nochmal. Ah, das war jetzt zu weit. Dann zieht bitte hier rüber. Aber jetzt noch nicht. Wartet ein wenig. Das können wir noch nicht. Und dann schauen wir mal, ob wir die da abfangen können, wenn die da rüberkommen. Wir haben schon wieder zu wenig Nahrung. Warum? Ich irgendwas gebaut oder so? Oder liegt das jetzt daran, dass wir uns im Feindgebiet befinden? Wir hatten doch gerade 5 Überschuss. Oder kosten die, kosten jetzt mehr hier, ne? Das gibt's doch nicht. Jubi hat hier oben die Armee und. Oh nein. Wir schwören treuen Dienst. Oh. Keine Chance. Sie haben ihren Fullstack da oben.
Ich meine, vielleicht fährt Mercy ja auch dahin, ne? Aber wenn sie ihre Siedlung hier unten völlig offen stehen lassen. Oh je. Können wir Stradclaw? Die sind doch sehr gute Freunde von Möge euer uns. Besuch unser beider Hoffnungen erfüllen. Habt ihr nicht Lust, gegen Mercia in den Krieg zu kommen? Ich gebe euch auch mein Geld dafür. Und ein Bündnis. Aber sie Ist Krieg euer? finden das nicht gut. Sie wollen nicht gegen Mercia kämpfen. Naja, liebe Freunde, ein neuer Krisenherd ist entfacht. Ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht, ob wir die Stellung halten können gegen Mercia und wie Wessex sich verhalten wird. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht es gut.